Ladies and gentlemen, this is lockdown number 5. Jo, grüß euch. Na, da ist er wieder. Ja, wie befürchtet, wie hervorgesprochen. Siehst, hervorgesprochen, wunderbar. Weil wir haben sich ja auf die Selbstkontrolle verlassen. Ja, die Selbstkontrolle. Geht sich erinnern, bei den Videokassetten früher? Wenn du das Video eine da hast, ist vorher immer so ein Text gekommen. Kannst du erinnern? Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Die FSK, die freiwillige Selbstkontrolle, bla 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 bla. Meistens immer vierig gespult, ja? So machen Sie das heute auch. Vierig spulen, interessiert uns nicht, freiwillige Selbstkontrolle. Pff. Ja, deswegen auch Samstag die Demo gewesen. Lauter Demo-Idioten. Ah, wir haben ein paar interviewt. Und ich wünsche euch viel Spaß bei den Interviews. Wir sehen uns nachher wieder, gell? Freiheit, keine Diktatur! Freiheit, keine Diktatur! Hallo, eine kurze Frage. Darf ich Sie nur kurz ansprechen? Warum demonstrieren Sie hier? Na, weil der Ausländer ist an den schuld. Alle Ausländer sind schuld an dem, vor allem die Chinesen. Die Chinesen sind an den Dreck schuld, die haben die Fledermaus gefressen und uns ins B1-Menü eingemischt. Ne? Da haben wir den Scheiß gefressen, dann geht's uns geschissen. Aha, das heißt, Sie essen da lieber Wurmmittel für Pferde. Na und? Sind doch keiner gestorben dran, oder? Doch. Ach so? Ja, Friedl, an den Wurmtabletten ist schon ein gestorben. Ich glaube, das los, Mann. Aber scheißegal, ja. Wegen den Chinesen haben wir die Plätzchen. Ja? Wegen denen. Und was ist jetzt? Wir dürfen nirgends rein, wie Ungeimpften. Aber die schon. Ja? Die dürfen wir rein. Wie meinen Sie das? Ja, was, ich meine das hier. Ja, was, ne? Ist ja das, 2G, ja? Geimpfte und Genesen, ja? Die dürfen wir rein, ja? Wir nicht. Entschuldigung, das heißt Genesen, nicht Chinesen. Was? Ach so, na wart. Jetzt Friedl, das heißt nicht Chinesen, das heißt Genesen, wenn du das schon gehabt hast. Ja, was du immer redest, du? Na, wurscht. Wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir tun sollen. Das ist eine Diktatur. Und eine Diktatur gibt's gar nicht. Ich sage das auch nicht. Und dem Hitler hätte es nicht gegeben. Hallo, eine kurze Frage. Darf ich Sie nur kurz ansprechen? Warum demonstrieren Sie hier? Sie müssen uns wehren gegen das Patriarchat der Regierung, weil wir müssen sie eigentlich alle gar nicht impfen. Der Großschamane Patihichi Patachundi hat uns da etwas ganz anderes aufgezeigt, das wir jetzt alle durchprobieren und durchmachen. Und das ist super. Und das wäre? Alter, schau. Du musst einfach die Samen vom seltenen Guadabaum essen und bei Vollmond musst dreimal einen Purzelbaum in Richtung Westen machen, während du den Kehlkopfgesang der Stumpfsinn-Indianer machst. Verstehst du mich? Aber woher bekommen sie die Samen? Naja, die checkst natürlich direkt von unseren Schamanen. Der hat so viel, der kann die Österreicher jahrelang damit beliefern. Der hat das super, ja. Der checkt das alles. Aha, ja. Und um wie viel? Was kosten die? Ja, das kostet halt. Aber heißt, Alter, Geld spielt in der spirituellen Welt doch eh keine Rolle, oder? Naja, für einen Schamanen anscheinend schon. Na, Harvey, du checkst es nicht. Das hat er uns ja erklärt, das sind alles Opfergaben für die Göttin Schmaro Zarin. Verstehst? Alter, du hast es noch nicht ganz kapiert, gell?
Ah ja, danke. Hallo, darf ich Sie kurz fragen, warum Sie hier demonstrieren? Na, weil, lass mich nicht impfen, Bruder. Wir haben im 10. Bezirk unsere eigene Methode, voilà. Und die wäre? Wir halten unsere Methode von Sido und von Burani. Kennst du? Wir essen gerne alle Shish-Kebab. Kennst du nicht? Na, pass auf, Alter. Shish-Kebab? Es ist gern mit Knofel und dann Zwiebel drauf. Impfen ist für Opfer. Corona-Scheiße drauf. So, Bruder, voilà. Aha, und das soll helfen? Na sicher, Bruder, Alter, sicher. Wir haben alle nix, wir alle nix. Außer Murat, Ahmed, Mehmet, Yüksüm, Murat nochmal und die, Ah ja, danke. Und natürlich trifft man auf der Demo auch unseren alten Bekannten. Sie brauche ich ja nicht fragen, warum Sie heute hier sind. Na bitte! Die Lügenpresse ist auch schon da. Na, haben wir sie wieder. Na, habt ihr es jetzt kapiert, dass Corona nicht existiert und nur eine Erfindung der Medien ist? Sie gehen hier alle mit Schildern, auf denen steht, dass dies ist ein Intelligenztest. Wer durchfliegt, lässt sich impfen. Finden Sie es wirklich intelligent, dass man auf Corona-Partys geht, um sich absichtlich anzustecken mit dem Virus? Ja, na super, Herr Gseitling. Ne? Jetzt sage ich Ihnen einmal was. Was bleibt uns denn anders über? Wir müssen uns ja mit Corona anstecken, damit wir überall hin dürfen. Sonst dürfen wir nirgends mehr rein. Ne? Aber wenn man genesen ist, kann man hineingehen. So, also bleibt uns gar nichts anderes über, als uns mit Corona anzustecken. Ach so, na das verstehe ich jetzt nicht. Sie haben ja gerade gesagt, Corona existiert nicht. Wie kann man sich mit einem nicht existenten Virus anstecken, der dann nachgewiesen wird, dass er da ist? Das widerspricht sich jetzt irgendwie, oder? Was? Um es anders zu sagen, Sie haben Angst vor dem Impfstoff, aber keine Angst vor der tödlichen Krankheit. So, nein, nein, aus! Ich lasse mich da nicht schon wieder meine Worte verwursteln von Ihnen, ja? Sie tun mich da schon wieder irgendwo hineintheatern und dann schneiden Sie es ja sowieso im Studio zusammen, so wie Sie es wollen, gell? Dann sagen ich auf einmal Sachen, die ich gar nicht gesagt habe, ja? Und das möchte ich auf keinen Fall. Ja, ich möchte das auch gleich einmal in die Kamera sagen, dass ich beim letzten Mal sowas von verhustelt-wurstelt worden bin. Ja, dass mich überhaupt jeder auf der Straße angesprochen hat und gesagt hat, dass ich meinen Aluhut runternehmen soll, weil ich bin ein Trottel. Ja, so nicht, liebe Österreicher, so nicht. Ja, das sage ich Ihnen noch. So, und jetzt noch einmal was. Ja, wir hatten Ihnen das geunkt. Ja. Dass wir jetzt diese 2G-Regel haben. Ich habe damals schon gesagt, mit die Gs, das wird was, da werden schon. Ah, nein, was ich mich erinnere, haben Sie uns vor 5G gewarnt. 2G, 5G, das ist der Kopf gekatscht, bitte, bitte, seien Sie mal nicht böse. Ja? Das dient alles nur dazu, um uns unterzujochen, zu kontrollieren und einzusperren. Sonst gar nichts. Ja? Das ist genau das. Und diese Lügenpresse da, die unterstützt das Ganze. Die einzige Wahrheit, ja, die einzige Wahrheit ist im Internet. Da kann man es nämlich nachlesen, wie es nämlich wirklich ist. Ja, und was sagen Sie dazu, dass Wahnsinnige im Internet aufrufen, Krankenhäuser und Impfstationen zu stürmen? Ja, das ist auch richtig so. Und wissen Sie warum? Das wissen Sie jetzt nicht, Herr Obergseitling, gell? Ich kann es Ihnen sagen, weil es sind dort nur mehr Echsenmenschen, die dort arbeiten, ja? Und die wollen uns alle chippen und auslesen. Und die Leute, die es nicht schaffen durch die Auslese, die werden von diesen Echsenmenschen in den Abgrund am Rand der Welt gestürzt. Das heißt, die Erde ist flach. Er ist ja dann auch nicht wieder. Ja, sicher ist sie flach. Das ist ja nur eine Erfindung von der Globusindustrie, damit man runde Erden bauen kann. Flache Geschichte an. Globen. Was? Wurscht, danke. Ja, das waren wieder unsere Demodioten. Schauen wir mal, wohin sie uns bringen, die lustigen Kasperln. Naja,
Wir erwarten jetzt einmal unseren Lockdown. Schauen wir mal, wie es weiter rennt. Ob Weihnachten wieder so wird. Vielleicht schafft es die Regierung nächstes Jahr, dass sie es vielleicht schon ein bisschen früher aussetzen, dass die Wappler alle hinterher irgendwas hinkehren. Gut. Ich verabschiede mich mit Elvis hat links das Gebäude und ich hoffe, ich habe wieder ein paar Kommentare, ein paar Leibende und ein paar coole Views. Weil ich weiß, um Han Solo zu zitieren, ihr liebt mich, weil ich ein Schurke bin. I'm solo, I'm Han Solo, I'm Han Solo, I'm Han Solo, solo. Picking up my plaster, putting it on my side, jumping in my Falcon, putting it on my side. I'm solo.